Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Souls-like Ninja-Kampf-Super-Duper-Spiel, keine Ahnung. Schön, endlich mal wieder. Ich habe wirklich Bock. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich Bock drauf. Was, da müssen wir Case fragen? Nein, ich weiß von gar nichts und ich habe auch überhaupt von gar nichts eine Ahnung. Aber im Endeffekt ist es bis 21 Uhr, ja. Aber sonst habe ich keine Ahnung. So, hi. Jetzt geht's los. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich mich ums Kind gekümmert habe. Oh, es tut mir unendlich leid. Ja, wir spielen heute Wolong Fallen Dynasty und eine kleine Warnung. Eine ganz kleine Warnung. Wolong wird sehr inflationär von mir benutzt werden. Ihr werdet andauernd hinhören, wo ich lang muss. Das wird das ganze Let's Play begleiten. Das ganze Let's Play. Wenn nicht sogar noch darüber hinaus die nächsten 2, 3, 4 Jahrzehnte. Kann sein. So, hallo erstmal an alle, die da sind. An Ruffy, an Minako, an Hubi, an Dame Evil, an Sky, an Jan, an die, die sonst noch so da sind. Hi. Deswegen, ich werde Wolong sehr oft... Das wird bestimmt häufig passieren. Es sei denn, es ist so ein geradliniger Weg, dass das gar nicht auf... Dann wäre ich auch sehr schockiert. So, ich drücke die beliebige Taste. Fortfahren drücke ich nicht, ich drücke einfach. Wo ist eigentlich die Cam? Wieso? Es gibt heute keine Cam. Hast du mal gesehen, wie ich aussehe? Ich bin radiohübsch. Ich bin nicht fernsehhübsch, ich bin radiohübsch. Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Among them was the first emperor of the Qin, who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflict and political machinations. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. He is your heaven! It's dead! The yellow heaven! Oh, God! He is your heaven! It's dead! Bear witness to the power of your younger brother. The world shall soon bask in the majesty of the yellow heaven. Bring prosperity for all. Bring prosperity for all! Thank you for saving me. I'm glad you've recovered from your injuries.
warst ein Kampf. So, ich weiß, ich weiß. Da habt ihr. Ich wollte die wunderschöne Szene des Krieges, des Blutes und des Mordens, wollte ich nicht mit meinem wunderschönen Gesicht zu zart gestalten. Es sollte weiter hardcore aussehen und wenn denn mein zartes Gesicht dazu kommt, dann, das nimmt dann doch, das wirft einfach Blumigkeit rein. So, hi. Ach, da bin ich. Hi. Ich dachte schon, ich existiere gar nicht. So, da bin ich jetzt auch. Ich bin auch jetzt offiziell da. Ja, die Geschichte, also alles, was hier so ein bisschen drin vorkommt, so die Charaktere und sowas, das ist auch alles, naja, außer Original chinesischen Geschichte. Das heißt, ich habe von gar nichts eine Ahnung. So, wir können Mann-Frau-Auswahl machen. Vorlage. Mal sehen, was haben wir denn hier? Wir können jemanden aussehen, der irgendwie nicht so wirklich in diese Welt passt. Weiß ich nicht. Ja, schlecht. Es ist schlecht mit der tiefen Wahrnehmung, wenn ich nur ein Auge habe. Mhm. Der ist definitiv stoned. Mhm. Mhm. Oh, K-Pop ist auch dabei. Schön. Das ist amerikanische Boyband. Schön. Das ist hier eine Boyband, ist das. Nice. Oh, hier. Ah, scheiße, wie heißt denn der aus Nioh 1? Fuck. Ah, weiß ich nicht mehr. Der sieht so stark danach aus. Wie heißt denn der, verdammt? Oh, Mann. Okay, wir nehmen aber, ich finde, tatsächlich sehen wir so, der sieht hier halt einfach am schmackhaftesten aus, ne? Personalpronomen, männlich, weiblich, andere, männlich. Meine Stellung? Naja, normalerweise Missionar, da muss ich nur liegen. Was? Ach so, die Beine. Oh, guck mal hier, wie sich die Beine bewegen. Voll sexy. Aber auch nur die Beine, ne? Ich hab keine Ahnung. Die Hautfarbe finde ich tatsächlich sehr gut. Das Gesicht ist auch da. Tatsächlich finde ich den so schon. Der ist schon so ein Typ für Minako. Sind wir noch mal ganz ehrlich. Zieh dir was an, Junge. Zieh dir was an. Wir können natürlich dreckig und voller Narben sein oder wir haben uns einfach mal hier... ganz ehrlich, ich habe mich gewaschen. Für den Stream heute habe ich mich gewaschen. So, Gesichtsform, Alter. Ehrlich gesagt... Motivation, jetzt hier einen Charakter anzufassen. Ja, genau, William. Ja, aber er war der Hauptcharakter in, ne? Augengröße, ich finde, der ist eigentlich... Also, es tut mir wirklich leid, aber der sieht schon... Der sieht schon gut aus. Nein, keine pinken Haare. Wir sind ein gefährlicher Dingenskirchen. Komm, wir kriegen Katzenaugen. Das ist gut. So, Nase habe ich, ja. Nasenlänge, Nasenrücken, Nasenwölbung. Ich habe da gar keine Lust zu. Bin ich ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Bock drauf. Wenn ihr euch das gerne machen wollt, dann gerne, aber... Boah, nee, das ist... Oh. Die Gesichtsdekoration, das ist schon mal gut. Höhe, von was? Von meiner Gesichts... Oh ja, das ist immer gut. Wir brauchen immer ein Ding auf dem Kopf. Das würde mich nur verwirren. Oh, das chinesische Zeichen für Suppe. Ich will keine Geisha sein. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir für WWE hier vorsprechen sollen oder so. Das sieht aus, ganz ehrlich, als ob ich mit 3,0 Promille um 2 Uhr morgens von meinen Freunden angemalt werde. Ehrlich. So wird man angemalt, wenn man besoffen ist. Zum Glück nicht so. Okay, das... eine Sache will ich, das hier. Und das muss über das... Sowas muss übers Auge.
Immer über das rechte Auge, weil wir sehen dann gefährlicher aus. Wir sehen dann einfach gefährlicher aus, ne? Das sieht man... Man hat uns schon mal erwischt. Man hat uns... Jemand hat uns schon mal gekratzt. Das ist schon... Das ist sehr wichtig. Jemand hat uns gekratzt. Glänzend gekratzt. Okay. Ja, das ist wichtig. Die Gesichtsdeko. Wir können nochmal so einen Kratzer, aber... Komm. Ein Kratzer lang. Zu viele Kratzer wirken auch so ein bisschen... Wer hatte die Idee? Oh, Monokel. Weil das auch cool ist, ne? Einfach nichts sehen? Ich frage mich, ob sich das aufs Spiel auswirkt. Dass du halt auch einfach nichts siehst. Das wäre tatsächlich cool. So, Ohren, Ohren, Ohrringe. Oh, super. Oh, oh. Oh ja, Ja, das Gesicht ist fertig. Haare. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Frisuren. Basishaar. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Haare. Haare sieht man wenigstens. So, das ist eine Glatze. Die sieht man nicht. Sehr feminin. Wunderschön. Oh ja, das wäre eigentlich auch schön, oder? Dann wären wir so ein Hentai-Japan-Charakter-Ding. Wäre auch sehr schön. So wirklich Haare habe ich nicht, ne? Im Endeffekt, sind wir mal ganz ehrlich, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir einen Helm aufhaben und es sowieso kein Schwein sieht. Wir werden einfach einen Helm aufhaben. Das sieht eigentlich auch cool aus. Also jetzt nur noch so ein bisschen blond und dann sind wir so ein Super Saiyajin. Oder so sind wir auch ein Super... Das ist doch Super Saiyajin Power. So, aber ich gehe auf das hier. Das sieht so, das sieht meiner Frisur so ein bisschen ähnlich. So zumindest zum Teil. Deswegen nehmen wir das. Ein Pony? Pony, kann ich da... Nein. Wir wollen aber auch einfach nichts sehen, ne? Also in diesem Spiel, glaube ich, ist Sehen überbewertet. Ich glaube, wir müssen in diesem Spiel tatsächlich gar nichts sehen. Oh Mann, warum gibt es sowas, ehrlich? Es passt aber auch sehr gut zum Rest der Frisur einfach. Ich meine, das hier passt einfach zum Rest der Frisur. Meine Nase juckt. Ist da was gut bei? Wir können so ein bisschen ausgefranst aussehen, aber es sieht aus, als ob wir... Ausgefranst. Weißt du was, wir nehmen tatsächlich ein bisschen ausgefranst. Zusammengebunden? Was zusammengebunden? Ach so. Aha. Nee, ich will nicht aussehen wie eine Mülltüte. So bin ich Müllsäcke zusammen. Ganz ehrlich, wer nimmt das? Das sieht cool aus. So, Haarfarbe. Das Spiel ist quasi eine riesige, runde, virtuelle blinde Kuh. Ja, es sieht tatsächlich danach aus. Ich finde das... eigenartig. Guck mal, das jetzt in Rot, wäre das cool? Nein, wäre es nicht geklärt. Haarabstufung. Was ist Haarabstufung? Muss ich hier Friseur gelernt haben? Was ist Haarabstufung? Wo sind Stufen? Ich sehe keine Stufen. Ja, wo geht die Treppe hoch? Hä? Strähnche. Oh, guck mal. Oh. Das sieht ja schon... Hat das was mit meinen Stufen zu tun? Nein,
kann hier keine Strähnchen reinmachen. Mensch, wir sind ein harter Hund. Wir können keine pinken Strähnchen rein. Nein, ich will keine grauen Haare. Haarspitzen. Oh Gott, was sind für Spitzen? Wo sind meine Haare? Da unten. Kann ich eigentlich auch rauszoomen? Oh, ich kann tatsächlich rauszoomen. Mensch, das ist ja... Tut sich was an meinen Haaren? Die werden sie länger? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ah, ja, da werden sie kürzer. Locken. Ich will keine Locken. Locken sind das Schlimmste, was einem passieren kann im Leben. So, ein bisschen länger geht schon. Dann haben wir hier bestimmt, das sind dann bestimmt für vorne, wa? Für unsere ausgefransten... Ja, für unsere ausgefransten Fransen ist das. Dann nehmen wir ein bisschen... Also 15 sieht gut aus. Accessoire-Farbe? Was Accessoires? Ich habe Haar-Accessoires? Ich habe keine Accessoires. Okay, ein Bart. Jetzt, ne, jetzt wird es wieder wichtig. Okay, Gibt es auch einen vernünftigen Bart? Einen Vollbart oder sowas? Oder nur so eine... Hubblebart. Bartfarbe. Dafür alles, da alles schwarz ist bei mir. Spitzenfarbe. Und für Spitzen. Ich habe Spitzen in den Farben. Haare. Bartabstufung. Schon wieder irgendwas mit Stufen. Ich habe keine Stufen. Passt. Ich weiß nicht, was für graue Haare. Schnurrbart. Ah, hier, warte. Bartkiefer. Ja, jetzt sehe ich, was... Ein bisschen weniger. Ja, warte. Schnurrbart haben wir auch. Kriegen wir ein Schnauzerchen. Oh, ich werde die Weltherrschaft nehmen. Kann ich die Länge nicht einstellen, so ein Schmuck. So, schminken. Lidstrich. Oh, ein Lidstrich wäre nicht genau das Richtige für mich, oder? Hier, sowas. Sehen wir gefährlich aus, wenn wir sowas tragen? Ich will ja gefährlich aussehen, ne? Ich will ja wirklich... Ich will, dass die Monster und alle einfach Angst vor mir haben. Geht das? Kann man das? Die zwei sogar schon tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Lidschatten oben. Ja, das könnte man natürlich. Ja, ich glaube nicht. Lidschatten unten. Wimpern schminken. Also mit vollen Augenaufschlag wäre das auch sehr. Oder gar keine Wimpern. Ja, das macht den Leuten, glaube ich, auch viel Angst. Rouge. Heißt sogar richtig aus. Zahnschwärzung. Nein, ich war ja mal beim Onkel Doktor und habe immer meine Zähnchen geputzt. Gesichtsbemalung. Körper. Oh, ich habe auch einen Körper. Als normaler Mensch bin ich tatsächlich sehr klein. Aber ich mache mich mal ein bisschen kleiner, weil klein wirkt auch gefährlich. Aber dafür die Kopfgröße muss gigantisch werden. Weil ich halt auch viel im Kopf habe. Halslänge. Ja, und wenn wir jetzt noch den Hals... richtig lang machen, dass wir aussehen wie eine Giraffe, dann haben die Leute richtig Schiss. Schulterbreite, ja, wir sind ein Schrank. Torsogröße, ja, wir sind ein Schrank. Armgröße, ja, wir sind ein Schrank. Schenkel habe ich auch. Unterschenkel, nee, Unterschenkel habe ich keine. Leg Day für die Unterschenkel war immer weg. Wie groß bist du in Wirklichkeit? Gigantisch, möchte ich sagen. Ich möchte sagen, gigantisch. Ich möchte es zumindest glauben, dass ich gigantisch... Ja, wir sehen verdammt muskulös aus. Brustgröße. Sehe ich leider gar keinen Unterschied. Wie Mächten leben bei mir. Körperaccessoires. Körperteil vorne, hinten. Achso, ja, wir müssen erstmal Typ. Ich kann mir auch ein Blümchen auf der Brust... Da kommt hier ein Einschussloch, oder? Wir haben ein Einschussloch. Wir wissen nicht, woher wir dieses Einschussloch haben. Wir sind schon damals mit einem Einschussloch geboren worden. Ja. Wir
sind natürlich sehr männlich. Ja, das klingt nach mir. Ist bloß nicht zufällig, ist auch abschließen. Ja, alles gut. Uiuiui. 1,65. Finally. 1,50. After all this time, my wish has been fulfilled. Yeah. As long as we have you, victory is still possible. Consider that a talisman of protection. It may just save your life one day. I cannot allow this travesty to continue. Let us depart. Muss ich dich an die Hand nehmen oder findest du den Weg oder lauf jetzt nicht ins Feuer? Ich meine, das soll der wenigstens merken. Der sieht doch nichts. Ich bin 1,68 groß. So, jetzt wisst ihr es. Schreibt es euch auf. Take this. I'm sure it will prove useful. Was? It's a medicine created from refined chi. With it, you can heal most wounds. Ciao, ka, ciao, ka, bang. Ha! Und ich habe Angst, Charaktere zu töten. Ich stelle mich in die Richtung. Das ist hauen. Das ist hauen. Das ist blocken. Hüpfen. So. Das ist blocken. Das hier ist eher so. Ja, wir können auch. Vorsicht, Feuer, Junge. Waffe wegstecken. Gut. Sieht gesund aus. Sollten wir beibehalten. Hi. Was soll ich tun? Wolong? 1,68 ist überhaupt gar keine okaye Größe. Wo soll ich denn jetzt? Folgst du mir? Muss ich Klicksignale machen, damit du weißt, wo ich bin, oder? Ich versteck mich vor ihm. Na! Türen sind allgemein abgeschlossen. Okay, dieses Dorf wurde überfallen. Es ist nicht unser Dorf. Normaler Angriff, Willensangriff. Ein normaler Angriff ist schnell und kann leicht deinen Willen erhöhen. Ein Willensangriff ist langsam, verursacht aber höheren Willensschaden, der die Willensanzeige des Gegners verringern kann. Außerdem kannst du bei hohen Willen den Überfluss einsetzen, um den Schaden zu erhöhen. Wir lassen uns das Video mal abspielen. Einfach nur, damit wir... damit wir es wollen. Okay, Willen wirkt sowas wie Deckung von Sekiro. Hi, siehst du mich? Ciao. Ich loote. Okay. Wir haben unseren ersten Gegner getötet. Wir springen in Richtung... Ja, nein. Wenn es soweit ist. Ach, das weißt du doch gar nicht. Das kannst du doch gar nicht sehen, Junge. Ich will mich echt nicht darüber lustig machen, aber das siehst du nicht. Ach, verdammt, der hat auch noch recht. Der hat bestimmt den Schutt dahin geworfen. Ja, den hier? Ich bin so doof. Mein Gott. Hä? Laufen Sie hier nicht rein. Achso, das ja die. Ja, ich habe meine Taste gefunden. Aua, mein Leben ist fast schon vorbei. Entschuldigung, ich hab mit R2 angegriffen, weil ich doof noch bin. Wie heile ich mich denn? Gegenstand verwenden. Ich vermute mal das da. Ja, ich habe einen Schnaps getrunken. Ah, da unten ist es. 1 von 2. Also 2 von... Also, ja. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich nicht der Schlauste bin. Blocken. Blocken. Direkt vor einem gegnerischen Angriff. Oh Gott, ich hasse Blocken so sehr. Ausweichen, das gefällt mir mehr. Mit Kreis kannst du den Angriff eines Gegners umlenken. Wenn du diese Aktion zeitgleich auf den Angriff eines Gegners abstimmst, kannst du nicht nur den Angriff umlenken, sondern auch den Willen des Gegners und das Ende und das untere Ende seiner Willenanzeige senken. Gleichzeitig erhöht sich dein eigener Wille. Drücke zum Ausweichen Kreis und gehe so auf Distanz zum Gegner. Kreis. Ich blocke. Bin magisch. Bin magisch im Feuer.
ist ja heiß im Feuer. Gibt es sowas wie Anvisieren oder sowas? Das Feuer war tatsächlich sehr heiß. Ist das gut, dass mein Kamerad brennt? Ich sehe jetzt keinen Fehler da dran, aber gut. Guck mal hier. Dann können wir welche damit vernichten, oder auch nicht. Wir wissen, dass es geht. Wir wissen aber auch, dass uns das jetzt gar nichts gebracht hat. Aber mir fehlt ein Sekiro-Haken. Underestimating an enemy with high morale is certain to end badly for you. Was? Deine Moralrang beeinflusst deinen Kampfrang. Ein Gegner mit einem hohen Moralrang ist gefährlich. Das sehe ich jetzt wo? Ah, da. Also bist du da unten gefährlich, weil du 3 bist und ich bin 1. Oder was? Ja, aber... Gefahr ist, ne? Ich würde ja schon gerne in die Gefahr rennen. Also ich bin ja auch ziemlich dämlich. Ich trinke erstmal einen Schnaps. Ich habe das Gefühl, dass ich da lang muss, oder? Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Das ist ja gut. Das ist zumindest schon mal vom Vorteil. Ich habe das Gefühl, da muss ich sogar tatsächlich lang. Springe macht mich ganz kimmelig, aber... Okay, okay, wir können aber auch bestimmt schleichen, oder? Oder auch nicht. Okay. Also, hör mal ehrlich, wir sind ein verdammter Ninja-Kämpfer. Weiß ich nicht, was ich bin. Avada Kedavra! Seht ihr, ich bin viel besser als die. Da können sie noch so Level 3 sein. Ich mit meinem Level 1, da habe ich auch, ne? Wenn ich nicht so wenig in den Chat gucke, ne? Und kaum was mitbekomme, dass irgendjemand ankommt, ne? Erstmal Hallo an die, die angekommen sind. Und anders, ich, ne? Oh, die Kiste, das ist auch barbarisch. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich habe eine Waffe gefunden. Wir können unseren Charakter auch ausrüsten. Das ist gut. Dokumente. Charakterverzeichnis. Junge mit der Augenbinde. Es steht viel zu viel. Chang Yao, Chang Bao und Chang Liang. Oder so. Der sieht verdammt creepy aus. Wäre das zufälligerweise vorgelesen? Oh, das wäre einfach cool. Schade. Ist von den Nioh-Machern und dem Bloodborne-Macher. Also Bloodborne und sowas, ne? Also nicht nur Nioh. So, wir können jetzt... Wir haben einen Säbel, wir haben aber auch einen Knüppel. Und wir haben... Da, eine Stange. Aber sind wir mal ehrlich, wir nehmen mal eine Stangenwaffe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Stangenwaffe genommen. Da geht die Verteidigung hoch, aber Feuer und anderen Kram runter. Aber Verteidigung ist erstmal unser Ding. Ich glaube, ich habe sogar auch irgendwie... irgendwelche Dinger dazu bekommen. Okay, wir haben jetzt eine ganz andere Waffengewalt. Hallo. Blocken. Gegner. Gegen gegnerische kritische Treffer. Ein Gegner holt aus, um einen kritischen Treffer auszuführen, der deine Abwehr überwindet. Erleidest du Schaden durch einen kritischen Treffer, sinkt dein Moralrang um 1. Wenn du den kritischen Treffer eines Gegners blockst, steigt die Kraft des Blockens und du kannst die Haltung des Gegners enorm stören. Und deine eigenen negativen Willen kann sich erholen. Oh, da muss ich mal gucken. Das testen wir mal. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Like a Ninja. Diesmal sind wir ausgewichen. Das war aber eher Zufall. Die Menschen, die suffer von politischer Korruption und natürlichen Desastern. Yet, they have deteriorated into mere bandits that prey on others who are also weak.
Whatever could have changed them to this extent, I wonder. Hier ist doch bestimmt was versteckt. Kleidung des Banditen der gelben Turban. Ich will aber keinen gelben Turban tragen. Nachdem du dich an einer Standarte ausruhst, werden deine Gesundheit und die Einsätze eines Drachenheiltops wiederhergestellt. Du kannst außerdem auf diverse Spielfunktionen zugreifen. Notiz. Ich stelle meine Standarte hier auf. Das mit dem Ausweichen war aber eher Zufall. Indem du eine Standarte hisst, erhöht sich dein Standhaftigkeitsrang. Dein Moralrang sinkt und alles andere blendet sich aus. Cool. Stufenaufstieg. Holzkraft beeinflusst Gesundheit und bei erlittenen Treffer verlorenen Willen. Beeinflusst den Angriff, die von Angriffen wiederhergestellte und von Kampfküssen verbrauchten Willen. Beeinflusst Gewichtsobergrenze und vom Blocken an. Vom blockten Angriffen wiederhergestellten Willen. Beeinflusst von Zaubern verbrauchten Willen und Dauer. Zauber. Beeinflusst, wie leicht Gegner dich bemerken. Okay, wir haben Schleichen, Magie, Tanken, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Normaler Angriff und einfach Gesundheit erhöhen. Oh, darf ich auch schon, ne? Ich darf sogar. Können wir mal gucken, was das alles blocken. Oh, ich bin ja echt kein Blocker, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier auf Magie gehen soll. Aber Magie ist immer so, weiß ich nicht. Ich würde erstmal ganz stumpfsinnig auf Leben gehen, weil wir dumm sind. Ich gehe jetzt erstmal auf Leben. So. Kampfvorbereitung. Gottbestie wählen. Ich habe keine Ahnung. Reisen. Der Abschnitt Grundausbildung im Reiter anderer erlaubt dir, die Steuerung zu üben. Okay. Aber ich brauche Steuerung nicht üben. Ne? Ich bin ja eigentlich relativ intelligent. Lieferung. Da findet er bestimmt nichts. Ich habe ja noch nichts. Gut, dass ich es angeklickt habe. Hä, na klar bin ich auf Leben gegangen. Ich habe meine Gesundheit damit erhöht. Minako, guck, ich habe Erdkraft gemacht und da oben rechts Gesundheit. Minako, aufpassen. Oben rechts Gesundheit und die ist gestiegen. Ob bei dem anderen das gestiegen ist, keine Ahnung. Okay, ja, da sind wir wieder. Nein. Den da können wir einfach nur aus Jux und Dollerei nur nochmal zusammenschlagen. Okay, falsche Taste. Warte. Cha-cham. So. Cha-cham und so. So, wenn wir uns jetzt wieder hier ausruhen, ne? Gesundheit wird von deinem Schädel verdeckt. Quatsch! Minako tut schon wieder so, als ob sie Ahnung hat, ne? Aber ich glaube nicht. Das werde ich ihr auch beweisen. Indem wir jetzt hier leveln. Ich muss 800 Punkte haben. Ist da noch mein Kumpel in Ruhe? So, 800. So, Minako, jetzt, ne? Pass auf, nicht mehr ganz so junge Frau. Jetzt zeige ich dir es. Also, Gesundheit sieht man nicht. Ach, verdammt, sie hat auch noch recht. Scheiße, okay, ja, gut. Ach, Mann, ja, okay. Ja, ich habe es gesagt. Ist ja gut. Ihr habt einen Zauberpunkt für jede der 5 Verwandlungsphasen erhalten. Die folgende Funktion wurde freigeschaltet. Zauber. Zauber lernen. Oh Gott.
bin so überfordert. Blitzschlag. Lässt einen Blitz auf ein Ziel oder einen Punkt vor dir hinabfahren. Erhöht bei niedrigem Willen die automatische Erholung und verringert automatische Leerung bei hohen Willen. Was leert sich? Feuer. Schleudert ein Feuerpartikel, erschafft eine Flammenexplosion vor dir. Er hat beschwört Steinsäulen vor dir, diese explodieren, wenn sie Gegner berühren und schleudern so Gegner weg. Verbesserte Verteidigung. Du erleidest für eine bestimmte Zeit weniger Schaden durch Gegner und zuckst nur noch durch besonders starke Angriffe zusammen. Schleudert einen Fluchblitz nach vorne, verlangsamt für einen gewissen Zeit automatische Erholung bei niedrigen Willen. Sende Blasen aus Gift nach vorne. Diese zerplatzen und erschaffen einen Giftsumpf, wenn sie Gegner oder die Umgebung treffen. Der Sumpf verursacht Schaden über Zeit an allen Gegner, die ihn berühren. Gift ist immer gut. Gift ist eigentlich immer gut. Gift ist geil. Beschwört und schleudert einen spitzen Eiszapfen. Für eine bestimmte Zeit wird ein Willensverbrauch während des Blockens reduziert. Ich weiß, ganz ehrlich, ich bin ein giftiger Typ. Ich gehe jetzt auf Gift. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache oder was ich tue. Ich gehe auf Gift. Ich kann die anderen aber auch noch machen, ne? Ja, ich kann tatsächlich die anderen auch noch machen. Dann kriege ich noch eine frostige Lanze, aber die ist ja nicht ganz so groß, weil es ja kalt. Erhöht bei niedrigen Willen die automatische Erholung. Ich vermute mal, das ist irgendwie, dass es mir besser geht. Explosion ist auch immer gut. Explosion macht Bumm. Und Erde, würde ich sagen, verbesserte Verteidigung, die verbessert meine Verteidigung. Oh, 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 oh. Okay, jetzt kann ich Zauber festlegen. Okay, ich würde Giftblase nach oben. Das hier würde ich als Sprengdings da machen. Das da ist einfach unaufhaltsame Macht. Und nach unten ist verbesserte Verteidigung. Verwende eine mystische Technik des ewigen Weges, die Willen verbraucht. Jeder Zauber erfordert einen bestimmten Moralrang, um gewirkt zu werden. Du kannst keinen Zauber wirken, wenn deine Willensanzeige niedrig ist. Da bin ich nicht willens genug für. Ja, hallo, ich bin ein harter Typ. Okay, das ist mit R. Okay, ja. Gehe leicht geneigt. Gehen. Achso, gehen. Leicht geneigt. Ich gehe leicht geneigt. So, den nehmen wir von hinten. Okay, anschleichen können wir. Ich weiß nicht, wer hier überall Feuer gelegt hat. Ich habe Lust reinzufallen. Ich weiß nicht warum. Hier war der Kantenmaler. Der hat diesmal Kisten angemalt. Der Kistenmaler. Wuffi, wow, 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 wow. Oh Gott. Das sollten wir nicht machen. Okay. Ofepast. Sollen wir den angreifen? Ich meine, wir sind ein harter Hund. Gift. Oh, 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 der tut. Ich mach dich fertig. Ich mach den nicht fertig. Der hat wehgetan. Das lasse ich mir aber nicht entgehen. Den gehen wir ran. Den nehmen wir ran. Du verlierst einen Moralpunkt und die Hälfte deines wahren Keys, wenn Gegner dich... Und dann... Beweg das doch nicht. So schnell kann ich nicht lesen. Hä? Hilfe. Hilfe. Der Gegner. Du verlierst die Hälfte deines Keys, wenn ein Gegner dich tötet. Der Moralrang des Gegners, der dich getötet hat, steigt. Das ist gut. Du erhältst deine verlorene wahres Key und die Moralpunkte zurück, indem du den Gegner tötest. Hm, natürlich. Ist der Gegner ein Boss, erhältst du sie zurück, indem du ihn erneut herausforderst. Das ist schon mal gut, danke. Stirbst du jedoch erneut, bevor du sie zurückerhältst, ist dein wahres Key und deine Moral für immer verloren. Egal, wir sind ein harter Hund. Komm hierher, ich mach die fertig.
heiß, Feuer heiß. Doch nicht, Feuer war nicht so heiß, wie ich dachte. So, ich lass mich doch nicht von so einem komischen kleinen Hund da fertig machen. Hallo? Wo sind die kleinen süßen Buffy da? Also bitte. Ja, der ist jetzt schon Stufe 16. Macht aber nichts. Wir können immerhin das. Au, okay, ich muss darauf reagieren. Entschuldigung, ich bin auch, ne? Das ist ein guter Gegner zum Üben. Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Na, das ist ja faszinierend. Brauche ich nicht mal mehr anschleichen an den Dödel. Ich lasse mich doch nicht davon so einen kleinen Hundi da so ein bisschen angehen. Nee, 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 nee. So, jetzt gehen. Warte, jetzt kommt's. Intelligenz. Okay, jetzt kommt's. Intelligenz. Sehr gut. Das schaffst du, Kumpel. Mein Typ steht im Feuer, okay. Das schaffst du. Du kannst nicht sterben. Der Typ steht im... Warum kannst du auf einmal auf zwei Beinen laufen? Ich stand hier aber auch jetzt echt ungünstig in der... Ah, Knödel! Weil... Mann, das hätten wir geschafft tatsächlich. Aber der hat uns halt in die Wand da geprügelt. Wir hatten keine Chance. Ich kam da aus dieser scheiß Wand nicht mehr raus. In der Grundausbildung kannst du lernen, wie du alles richtig machst, du Dödel. Ja, ja, danke. Lass ich mal den alten Mann hier abstecken. So, jetzt aber. Das sah gut aus. Ich lass mich doch nicht von so einem Hundi da. Blablabla. Ah, ich habe jetzt schon voll Bock, Alter. Jetzt, wo wir hier so zusammengeschlagen werden, habe ich so Bock drauf. So doof, wie es klingt. Es war halt echt ungünstig, dass wir da standen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Man hat, glaube ich, gesehen, dass ich Dreieck gedrückt habe anstatt Kreis. Ich glaube, man hat es gesehen. Dein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Das ist doch eindeutig ein Hund. Das ist doch keine Katze. Habt ihr noch nie eine Katze gesehen? Katzen sind diese kleinen, doofen Dinger. Aber das ist doch eindeutig ein Hund. Okay, ja gut, vielleicht ist das ein Tiger. Ein Tiger? Können wir uns auf einen Tiger einigen? Nee, 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 nee.
Habt ihr gesehen, Alter? Habt ihr gesehen? Göttlich! Guckt es euch an, wie ich den absteche! Nice! Ja, der war easy. Kannst du. Der war easy. Okay, sobald wir seinen kritischen Treffer abgewehrt haben, muss ich sagen, dieser kritische Schlag, den wir dann gemacht haben, hat ihn aber ganz schön. Hat ihn zugesetzt. Finde ich gut. Haben wir sehr gut gemacht. War auch gar nicht so schwer. Mein Gott. Das war der richtige Katalysator dafür. Oder auch Katalysator. Hätte ihn von oben nehmen können. Ah, das war wieder enorm erotisch. Ja, so öffnet man Truhen, genau. Mit Wut. First try easy. Ja, deswegen. First try, definitiv. Ich hab das Feuer ausgemacht. Kellogg's Frosties erwecken den Tiger in dir. Das war immer noch ein Hund. Der war trotzdem. Sind wir mal ganz ehrlich, das war ein Hund. Soll er noch wiederkommen und sich darüber beschweren, dass ich ihn Hund nenne? Soll er doch hierher kommen und sich beschweren? Sind wir mal ganz ehrlich. Die Frage ist, können wir den nochmal angehen? Ich hab voll Bock auf den. Was ist das? Markierungsflagge hissen. Indem du eine Markierungsflagge hisst, erhöht sich dein Standhaftigkeitsrang, deine Gesundheit wird wiederhergestellt und alle Statuseffekte verschwinden. Das ist aber auch nur so ein Zwischenspeicher, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Oh, ich habe jetzt schon gerade so voll Bock auf dieses Spiel. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Wir sind durch normale Gegner gestorben. Das waren bestimmt die Härchen dieses Hundes da. Hundehärchen. Sind wir echt an einem Netzwerkfehler? Ja, ist ja gut, Mr. Netzwerkfehler. Ihr habt nicht gesehen, dass ich an... Oh, Bronze-Doppelschwerter. Oh. Entschuldigung, aber Dinge, die sexy sind. Ich mag ja doch. Ich mag ja sowas hier, ne? Oh, Entschuldigung, ich will einfach. Ich will mit Doppelschwertern kämpfen, bitte. Bitte, Mama, lass mich mit Doppelschwertern kämpfen. Ich habe aber auch noch andere Schlipper, ne? Guck mal hier, der Schlipper ist besser. Das hier macht auch Verteidigung mehr. Auch alles bessere Schlüpper. Das gibt ordentlich Verteidigung mehr. Aber hier wie... Oh ja, das ist sexy. Das ist auf einem ganz neuen Level. Wo bin ich? Test. Mau, 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 mau. Mau, 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 ich bin der Hund. Ach komm, nee, ich will jetzt nicht. Der tötet uns nur. Ich will mein Kill-Ding ja jetzt nicht hochtreiben. Ich bin schon zufrieden, dass wir den Eimer getötet haben. Also mit Eimer meine ich Katze. Katzeneimer. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als wir den getötet haben, habe ich den überhaupt nicht wahrgenommen. Den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Hui, gut, dass ich mich gerade geheilt habe. Oh, ich habe keine Moral mehr. Rache erfolgreich, ne? Das war knapp. So, hier mein Fleckchen. Standhaftigkeit 4. Okay, wenn die Moral bei uns oder der Wille oder wie sie das hier nennen gebrochen ist, dann denn atmen wir kurz. Denn schnaubern wir durch. My father
for the governments, passed away. And I became separated from the rest of my family. I long for the day when I can find them, and we can be together once more. Yeah. Minako, da spritzt überall Blut. Wo ist denn da was schön? Warum findet Minako es schön, wenn überall Blut spritzt? Was ist los mit der Minako? Okay, jetzt kommt es ja natürlich drauf an. Wir haben... Ich muss noch mal ganz kurz mein Gehirn verwenden. So, wir haben jetzt Waffe, was C unten ist. Nach alphabetischer Reihenfolge müssten wir dann schleichen gehen. Schleichen müssen. Wir müssen schon langsam gucken. Also ich würde tatsächlich gerne erstmal Normalangriff nehmen. Ich würde tatsächlich gerne auf Doppelschwerter gehen, weil Doppelschwerter einfach Porno sind. Wenn es hier nicht noch irgendwie Doppelhandschuhe oder also Faustkampfwaffen oder sowas gibt, ne, was auch sehr geil ist. Standarte anpassen. Dann sieht ja schön aus. Gibt's auch nicht chinesische Schriftzeichen? Hier, das ist eine Glocke. Und da ich eine alte Glocke bin. Ihr wollt mich nicht husten sehen, glaubt mir. Das ist die schönste Standarte, die es gibt. Das sieht doch gut aus. Ja. Ja, sieht gut aus. Zauber haben wir keine. So. Attacke war. Soll ich schon aufhalten. Nee. From the tales I have heard, those who have sworn oaths together will share a jade as a sign of their bond. Ah, Zombie! Great power residing within the jades. Was hat er gesagt? But it's not over yet. Gott, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Once we rid this area of enemies, might we be able to stop by my house? Na klar. I wish to give you as thanks. Ja klar, kein Ding, Junge. Kannst mir geben, was du willst. Gibt's hier auch später Fernkampfwaffen? So Pfeil und Bogen, Bogen und Pfeile, Kanonen, Maschinengewehre. Entfessle eine mächtige Kampfkunst, die Willen verbraucht. Du kannst keine Kampfkünste einsetzen, wenn deine Willensanzeige niedrig ist. Kampfkünste ändern sich je nach verwendete Waffe. Seltene Waffen können zwei Arten von Kampfkünsten machen. Episch! Das war der epischste Angriff, den es gab. Wir laden voll auf, total hart und ganz hardcore, weißt du? Und der piekst uns einfach. Das war sehr enttäuschend, der Angriff. Das war sehr enttäuschend. Das war nicht sehr gut. Gebe ich zu, das war nicht sehr gut, aber egal. Was beim Level up? Stand was von Fernkampfwaffen? Echt? Ach, Minako, du siehst auch immer alles, ehrlich. In deinem Alter hätte ich dir so eine Augen auch nicht mehr zugetraut. Ich trinke mal einen Schnaps.
Aber hast du mich gerade mit irgendwas geworfen, dass ich alle Butsche gemacht habe? Splitterwaren Key ist bestimmt ein Seelenstein oder sowas. Ich krieg noch einen Panzer? Oh cool. Das kann natürlich sehr hilfreich sein, wenn man mit einem Panzer hier rumfährt. Da guckt die Hundekatze aber, die Cat Dog. Okay, es gefällt mir nicht, dass das hier so offen ist. Hey du! What time is it? It's high noon, Jung. Der ist ein Boss. Oder ein Bösewicht oder keine Ahnung. Weißt du was? Oh ja, falsche Taste. Oh cool, dein Skift. Ja, zu früh. Ja, es sah sehr einfach aus. Ich habe mich nur ein bisschen eingepischert. Okay, ich kann seine Standarte jetzt erobern. Das heißt, wir heilen uns gleich. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Cat-Dog war verdammt cool. Ja, das stimmt. Das ist aber nicht pink. Naja. So, ausruhen. Wir müssen leveln. Wir müssen ganz dringend leveln. Ein Level schaffe ich, ja, das ist ja richtig dringend. Ja, ich bin mal weiter an Holzkopf. Wie gesagt, du weißt, wenn es knapp ist, ne, dann läuft das bei mir auf Hochtouren. Das Ding. Also, der Kampf, also, du weißt schon. Ja, ich denke mal schon. Die sind schon alle safe. Die sind jetzt alle bei in Valhalla oder sowas. Das ist schon gut. Glauben Chinesen an Valhalla? Was? Gefahr? Pff, Gefahr? Du bist eine Gefahr. Du bist eine Gefahr für uns. Oh Gott, das wird so ein Boss. Okay. Ja, was willst du anderes machen, ne? Ich habe Anwenden geklickt. Der hat den schwarzen Rahmen und alles hat er ja angenommen. Dogs of the Hard Court, are you? Any who oppose us shall know only the end of our blades. Warum guckst du nur so? Okay, kleiner Scheißer. Like the vermin you are. Netzwerkfehler. Ach Mann! Steh nicht im Weg, Junge! Keine Heilung mehr. Scheiße. You're not as weak as you look, huh?
Wir haben kein Leben mehr, scheiße. Ah, Mann. Der hat sehr viel Leben, der Typ. Der hat sehr viel Leben, der Typ. Aber das lief doch gut für den ersten Versuch, lief das sehr gut. Ich hab voll Bock auf das Spiel. Ich bin richtig flutschig, du, ehrlich. Ich habe noch einen weißen Holzknüppel. Der ist in allen besser, aber scheiß drauf. Das hier ist doch schon mal besser. Rüstung eines weißen Dudes. Das ist auch besser. Rüstung eines weißen Dudes. Ich möchte nochmal sagen, dass ich das sehr, sehr gut gemacht habe. Leider war einmal dieser Netzwerkfehler. Das war natürlich der Hauptgrund. Ja, dann crush mal. Lenk ihn doch nicht ab, Junge! Zu viel Ausdauerverbrauch. Danke, das hat geholfen. Ich hatte... Das Timing war scheiße. Ah, Mann. Mit dem Ausdauerding da unten ist noch ein bisschen, ne? Ich bewege mich zu viel. Ich darf mich nicht so viel bewegen in dem Spiel. Ich muss eher in so einer Ecke liegen. Ich bin eher so der Eckenlieger-Typ. Wir brauchen mehr Willenskrafterholung oder irgendwie sowas in der Art. Ja, dann protecte mich mal, du Wurstpelle! Mann, jetzt kriegen wir da nicht. Jetzt kommen wir da nicht mehr so rein, in den Lachs. I protect you, sagt er, weißt du, und steht neben mir. Weißt du, du wärst mit diesem riesen Knüppel, wärst du richtig niedergestreckt. Der prügelt. Ich sehe mich richtig da liegen, der prügelt immer wieder auf mich ein und der steht neben mir. Ich werde dich jetzt verteidigen. Mit meiner Stärke. Noch nicht so ganz begriffen tatsächlich. Ich habe noch nicht so ganz begriffen tatsächlich, wie sich das da unten, also unsere Willen, wie sich das wieder auflädt. Weil das bleibt ja auch low, wenn wir wegstehen. Und wenn die nachher auf 0 ist, weil wir halt ausweichen, dadurch geht, mit Ausweichen verlieren wir Willenskraft. Das verstehe ich nicht ganz, aber gut. Aber wir können halt nicht ausweichen oder blocken. Das zerstört unsere, ich nenne das jetzt einfach mal Stellung.
Deswegen, wir sind dann immer... Wir sind dann immer am Boden liegen. Der zerstört uns halt exorbitant. Und das ist mein Problem derzeit. Hat der Feuer gemacht. Und wenn wir dann einmal K.O. sind... Und dann komme ich nicht mehr hier. Das sind, ich kann viermal ausweichen und danach nicht mehr. Und ich weiß noch nicht, wie ich das beheben kann. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das beheben kann, dass diese Betäubung. Dadurch komme ich noch nicht. Und der kann dann erstmal mega auf uns einprügeln. Schade. Deswegen, und er kann dann mega auf uns einprügeln und wir haben dann noch nicht so wirklich eine Chance, uns zu regenerieren. Aber das kommt noch. Ich werde jetzt ein bisschen offensiver kämpfen. Fuck! Okay, einfach nur draufprügeln. Einfach nur draufprügeln. Okay, ja, gut. Ich wollte vielleicht zu viel. Genau, wenn mein unterer Balken halt, mein Willensbalken ganz unten auf Null ist, das passiert, wenn ich jetzt hier, ne, siehst du ja, da unten baut sich's auf. Und wenn der voll ist und ich dann getroffen werde, dann bin ich, dann atme ich. Und atmen ist schlecht in diesem Spiel. Das sollte man nicht tun. Aber ob draufprügeln ist hier derzeit noch die Devise. You get!
So. Draufprügeln. What is that power? I, General of Man, brother of the great Sage Mentor. Mir gefällt nicht, worauf das hinausläuft. Shall not betray my brother's trust. Mir gefällt nicht, worauf das hinausläuft. Das hat er nicht kommen sehen. Der Typ mit der Augenbinde. Krieg ich auch sowas bitte? Krieg ich? Oh, fuck. Aua. Aua. Ich trinke erstmal ein Bier. Oh, fuck it. Oh Gott, der wird uns aber sehr. Warum nimmt er uns denn jetzt so ran? Okay. Netter Kerl. Ich find's gut, dass der eine zweite Phase hat. Ich find's gut, dass der eine zweite Phase hat. Also man sollte schon eine zweite, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, erste Phase oder zweite Phase? Aber da ein Schwarzbildschirm kommt, vermute ich mal die erste Phase. Leck mich fett. Okay. Steh nicht. Ja, mein Key ist jetzt auch gleich gechanged, Alter. Soll ich die ganze Phase hier nochmal machen? Ja, ich würde ja gern hinter dir bleiben, aber oh Gott. Die Motivation hat soeben nachgelassen. Ich liebe es, wenn du einfach denkst, Alter, geil, ich habe den geschafft. Und der dann einfach aufsteht und einfach 10-mal stärker ist und sich dann nochmal total zusammenschlägt. Ich liebe es. Nur weil er so ein magisches Blümchen ist und ich hier einfach nur ein ganz normaler Milzsoldat hier, so, weil du. Das Timing nicht drauf. Ich habe das Timing da nicht drauf. Oh, wir werden hier den Rest des Tages drin rum. Der Boss hat nur zwei Phasen. Nur. Sagst du, wer weiß, ob er nicht noch ein Drache wird. Ich mag die Doppelschwerter, aber lass uns mal die dicke Lanze versuchen. Lass uns mal die dicke Lanze versuchen. Oh, Alter, finde das wert. Also gleich zum Anfang so eine Granate da hinlegen ist natürlich auch hart. Aber lass uns mal das dicke Ding rausholen. Like the vermin you are.
Okay, wir kriegen ihn so auf jeden Fall schneller in die Phase der Fantasie hier rein. Ich habe das... Wow. Ich habe das Gefühl, dass... Ja, das mit den Netzwerkfehlern ist schon nervig, ja, das stimmt. Also es ist schon ziemlich bitter, so einen Kravenzmann als erstes da reinzuschmeißen, aber okay. Man soll sehen, wo die Reise hingeht. Kann ich? Ah, das ist Waffe wechseln. Das ist schon heftig gerade. Erstmal instant keine KI mehr. Du. Er sagt aber auch irgendwas, was... Kann mir irgendjemand sagen, was er sagt? Er sagt ja, diese Jade, sie sollte euch die Kraft geben, diese Herausforderung... Muss ich noch irgendetwas nehmen? Er sagt mir ja, diese Jade, soll ich irgendeinen Gegenstand nehmen? Oder was will er von mir? Ich verstehe noch nicht so ganz, was er von mir will, die kleine Prinzessin. Soll ich irgendeinen Gegenstand nehmen? Ich habe das Gefühl, dass ich irgendetwas nehmen soll, aber ich weiß nicht was. Timing ist viel zu long. Kann ich jetzt mal bitte wieder normal kämpfen? Danke, jetzt haben wir ihn erstmal wieder. Yeah.
what you get! I shall protect you from further harm. Tend to your wounds while you can. Danke für deine unnötige, nutzlose Hilfe, Kumpel. Ehrlich. Wir müssen Mr. Nutzlos. So, er sagt mir jetzt irgendwie, ich soll irgendetwas tun, aber ich habe keine Ahnung, was. Ja, und jetzt sagst du mir, welche Jade. Und jetzt sagst du mir genau, welche Jade. Ich habe nämlich nichts mehr. Ich habe nichts. Ich weiß nicht, was er... Ich gebe auf. Den packen wir nicht. Ich habe 3 Heiltränke für 2 Phasen von einem Boss. Ich gebe auf. Das war's. Das war's mit dem Spiel, oder was? Hä? Er sagt mir, ich soll irgendeine Jade nehmen. Was ist denn hier? Hier ist nichts Jade. Hä? Was für eine Jade will er denn? Ich habe keine Jade. Das hier oder was will er? Ich weiß nicht, was er will. Nö, das kann ich. Ich weiß nicht, was er will und das macht so keinen Spaß. Wenn er sagt, nutze die Jade und du drehst dich um und denkst dir, welche Jade, Kumpel. Und er dann nur sagt, weiß ich nicht, nutze die einfach. Genau, sagt er in Phase 2, weil er hat ja auch so ein Ding geschluckt. Deswegen, und das macht keinen Spaß, wenn man so rangenommen wird und ja, hey, was soll ich sagen dazu? Versuch mal Dreieckkreis. Ja, aber es muss ja irgendwie... Deswegen, ich weiß nicht so genau, was er will. Das wird es nicht sein. Also, ich bin demotiviert. Jetzt fängt es an, demotivierend zu werden, weil du 100 Mal am selben Boss stirbst und das ist der erste Boss und weil sie nicht demotiviert. Es tut mir leid. Das macht irgendwann. Die hätten ihn in der ersten Phase lassen sollen und dann Ende. Weil es langt ja quasi. Weil ich habe ja erst 3 Heilungstränke. Deswegen, ich habe ja eigentlich erst 3 Heiltränke. Ich habe keine
kosten, ja. Ich glaube, ich warte, bis der Release rauskommt und dann gucke ich mir an, wie die Leute das gemacht haben. Also das ist ein bisschen zu over. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon zu viel wieder. Man muss nicht immer gleich zu doll anfangen. Man kann ja auch einmal mal einen Boss, der ist, war schwierig, ja, aber wenn du ihn geschafft hast, cool, habe ich geschafft. Nein, zweite Phase, Monster riesengroß, mega Reichweite. Ja, nein, nein, einfach nein. Case muss ihn in der zweiten Phase ihn auf 50 runterhauen. Leck mich. Ehrlich, sorry, aber, ne? Also, sorry. Ich habe 3 fucking Heiltränke. 3 Stück. Was erwarten die denn? Was erwarten die denn, was ich mache mit 3 Heiltränken? Was, dass ich hier nicht Zero Treffer ranmache oder was? Oh, das sowas mag ich nicht. Das Spiel ist so cool. Es macht so viel Spaß. Und ich will auch so eine Spiele spielen, aber es macht keinen Spaß, wenn du einfach die Scheiße fühlst dabei, weil du beim ersten Boss mit 35 Phasen mit 0 Heiltränken irgendwas erreichen musst. Das ist ungerecht. Deswegen 2 Treffer und wir sind tot. Das muss man sich auch mal ganz kurz ausmalen. 2 Treffer, wir sind tot. 2 Treffer. Das ist erbärmlich. Auf. Hat ja auch nichts mehr mit Üben oder sowas zu tun, das hat dann einfach nur wieder Try to Error. Ich habe 0 Heilung übrigens. Null Heilung, 0 irgendetwas. Es ist so bitter. Bitter, Alter. Boah, ist das bitter. Ey, wie kann man sowas am Anfang machen? Ehrlich. Ey, wie kann man sowas am Anfang machen? Das ist so super traurig, dass ich als Entwickler immer denke, ich muss immer auf Maximalste gehen am Anfang, damit die Leute denken, Challenge und sowas. Nee. Bau die Challenge langsam auf. Und nicht, wir haben das Spiel eine halbe Stunde gespielt und müssen instant alle Mechaniken super beherrschen. Nein, ich habe das Timing von allen noch nicht drauf. Wie denn auch? Ich meine, wir haben einen Kumpel dabei, aber wenn der ein bisschen mitmachen würde, wäre ja auch nochmal nicht schlecht. Wenn der mitmachen würde, der Kumpel.
ich hab... Further harm. Tend to your wounds while you can. Das ist ganz bitter. Ja, nur wenn er seinen Spezialangriff macht und ich kann ihn auskontern. Keine Chance. Wenn er nicht seinen Spezialmove macht, dann keine Chance. Der ist 50%, ihr... Sorry, der hatte 5... Er muss halt seinen Spezialmove machen. Anders kommen wir nicht an ihn ran. Wir müssen halt so lange hinten dran bleiben, bis er seinen Spezialmove macht. Wenn er den nicht macht, hast du hoch verloren. Ey, das ist... Ey, ganz ehrlich, wir müssen nur auf seine blöden Spezialmove warten. Nur auf seinen blöden, verdammten, verhurten Spezialmove. Und wenn er den dann eventuell irgendwann mal genehm ist, einzusetzen... Dann dürfen wir auch was tun. Solange er es nicht macht, heißt es blocken, blocken, blocken. Wenn du denn nachher irgendwann nicht mehr kannst, weil, naja, logischerweise dein Ki und alles erstmal wieder zu Ende ist, da das Zeug da unten, dann ist es auch verloren. Deswegen, und wenn du einmal einen Heiltrank verbrauchen musst, in dem Ding hier, dann hast du auch verloren. Du darfst im ersten Kampf keinen einzigen Fehler machen. Und das ist das Problem. Wehe, du machst einen Fehler. Ey, wirklich, das ist... Das ist so ziemlich... Ja, weiß ich nicht. Ist das der demotivierendste Anfangs erste Boss, den wir jemals hatten? In allen Spielen? Es fühlt sich danach an, weil der halt auch wirklich fucking demotivierend ist. Weil du halt nur reinrennst. Die erste Phase, null Fehler... Machst du einen Fehler? Machst du einen Heiltrank nehmen? Heiltränke hast du nicht. Ein einzelner Treffer und du bist tot. Es ist nicht wirklich gut gemacht so. Can't let our
now. Mach deinen Move! Jetzt häng ich häng hier in dem Typen fest. Ey, der macht seinen scheiß Move nicht. Es geht alles darum, dass wir ihn in diesen Move auskontern. Und der macht ihn, hat ihn einmal gemacht. Oh Mann, ey, warum sind Entwickler manchmal so eine Hurenböcke, ey, ehrlich. Das verstehe ich nicht. Ich will dieses Spiel spielen. Fuck, Mann. Das ist doch scheiße, Mann, ehrlich. Das ist scheiße. Ich weiß nicht, welche gehirnamputierte Socke da das Ding hier entwickelt hat, ehrlich. Es gibt kein richtiges Timing hier in diesem Scheiß-Game. Wenn er doch wenigstens seine Scheiß-Fähigkeit machen würde. Wenn er die wenigstens machen würde, dann wäre ja alles gut und schön. Dann würden wir hier im Blümchenland leben. Aber er macht's nicht. Er macht es halt einfach nicht. Er macht es halt auch einfach nicht. Er macht diese Fähigkeit nicht. Wenn er diese Fähigkeit machen würde, dann würden wir ja auch gewinnen. Aber so macht er. Wenn er sie nicht macht, macht er sie nicht. Und so haben wir keine Chance im Nahkampf. Toll. Jetzt hat er die Fähigkeit gemacht, weißt du? Wenn er die wirklich wenigstens öfter machen würde, dann wäre echt alles wesentlich angenehmer. Yeah.
Bin ich der Einzige, der hier... Prozent, ich möchte noch mal sagen. Ich weiß nicht, worauf ich warte. Ich weiß nicht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh Mann, ihr müsst heute mal sagen, was ich tun soll. Oh, das ist doch der beschissenste Kampf, den es gibt. Oh fuck, Mann. Jetzt nutzt die Power. Welche Power? Ja, habt die da! Du bist keine Hilfe, wenn ich gerade einen harten Kampf mache. Ich sehe dann nicht, welche Power ich einsetzen soll. Soll ich das erraten? Ich hätte R1 und Kreis drücken sollen. Wie wär's mal mit einer automatischen Aktivierung dieser Kraft, während man von dem Typen zusammengeschlagen wird? Und nicht einfach nur der Typ im Hintergrund. Nutzt die Kraft! Welche fucking Kraft? Das gibt es doch gar nicht. Nein, ich hätte R1 und Kreis drücken sollen hier. Für unsere Fähigkeiten. Das musst du ja erstmal wissen. Woher soll ich das denn wissen, dass ich das... Der hat einfach das gerufen. Und mit den 50% ist aber auch nicht gerade die Wahrheit. Also der war meiner Meinung nach auch wesentlich weniger. Der kann nicht einfach nur rufen, nutze deine Kraft. Der ist der schlechteste Kompan, den man sich vorstellen kann. Der ist überhaupt gar keine Hilfe, der Typ. Der ist keine Hilfe, der Typ hier. Der ruft halt einfach nur, nutze die Kraft und dann sollst du das... Wirklich, der ruft einfach von hinten und dann guckst du erstmal, während du brutal angegriffen wirst. Was habe ich denn jetzt überhaupt zu tun? Danke, Wand. Wir haben jetzt schon verloren. Welche Taste soll ich denn drücken? Ich drücke einfach alle Tasten jetzt. Ich habe alles gedrückt, was ich drücken sollte. Ich habe keine Ahnung, was ich drücken sollte. Es steht da nichts. Ich dachte, ich müsste Kreis drücken. Ich finde, diese Szene hätten sie ruhig erstmal selbst machen dürfen. Also... Oder mal was einblenden, drücke das und das. Very well. Now, the village is sick. By my head. Why are you? You shall die! Oh, endlich. Dreieckkreis habe ich gedrückt, hat nichts gemacht. Ich glaube, R1 und X hat das ausgelöst. Oh, endlich ist unser blöder Typ tot.
every bit as strong as the rumors say. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich gegen dich kämpfen darf. Mit drei Heiltränken. Ich habe Dreieck und Kreis gedrückt. Immer noch. Ich habe nachher einfach nur noch meine Sicht auf die Tasten gehauen, damit irgendetwas passiert. Aber sind wir mal ehrlich, diese Szene hätten sie auch automatisch abspielen können. This world is steeped in chaos. It needs one like you to bring peace to it. I cannot let you die. Nur bei voller Anzeige. Was für eine volle Anzeige hier? Willenskraft oder was? Netzwerkfehler. Alter Finne, ey, wie kann man nur so einen Boss als erstes reinkoppen, ey? Ehrlich. Ah, sorry. Es ist nie gut, bei einem harten Boss Fähigkeiten lernen zu müssen. Um zu gucken, was gerade passiert. Das sollte man nicht bringen. So, Game ist vorbei. Das war der Endboss. Deswegen war er auch so schwer. Wirklich, das sollte man echt nicht bringen. Man sollte das einfach nicht bringen. So, wir haben alle Butch gemacht von da oben. Alter. Volle Götteranzeige. Ja, ich glaube, das da unten dann, aber... Ja. Ach, weiß ich. Keine Ahnung. Ich habe einen Titel. Du hast durch den Steigen deiner Ruhmpunkte folgenden Titel erhalten. Vollhorst. Ja, danke. Und wo ist er jetzt? Den finde ich jetzt wie? Experte des Blockens, ja, du mich auch. Ich krieg Titel. Was habe ich von den Titel? Habe ich da irgendwas von? Der da, schwarz gekleideter Daoist oder wie auch immer. Ja, aber sind wir mal ehrlich, das war jetzt gar nicht so schwer. Diese Ausrüstung verfügt über einen Set-Bonus. Ein Set-Bonus ist eine Auswahl an Spezialfähigkeiten, die du durch Ausrüsten bekommst. Ja, ich weiß, was ein Set ist. Also wir können jetzt hier so einen dicken Hammer nehmen. Ich will keinen dicken Hammer haben, meine ich. Bisschen schlechter, aber wir kriegen dadurch dieses Setting, also weiß ich nicht, ob das besser ist. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall sehr leicht. So, jetzt sehen wir so aus. Das ist ja herzallerliebst. Jetzt habe ich dieses Set drinne, ne? Oder? Hast du auch ein Set? Ja, der gelbe Himmel muss ich erheben. Ja. Fernkampfwaffen habe ich gar keine. Ist voll gemein. Ich habe Steinchens. Oh, hätte ich gewusst, dass ich Steinchens habe, ne? Ey, da wäre der Gegner aber gar nichts gewesen. Sind wir mal ganz ehrlich. Mit Steinchen hätten wir den aber definitiv zusammengeschlagen. Eigentlich will ich nicht mit Hammer kämpfen, ne? Ich hab mit einer Fettwolle gekämpft. Echt? Nee, hier ist ja auch... Jetzt siehst du ja auch... Ich kann...
Ich kann insgesamt 4-mal ausweichen und dann bin ich da unten schon am Ende. Also, da macht es keinen Unterschied. So. Ich kann 4-mal und dann war's das. Zieht das Spiel Vorräte. Die folgenden Funktionen unter Online-Lobby. Ja, okay. Ein neues Schlachtfeld ist nun verfügbar. Dorf des Unheils, entschwollene Stufe 1. Du mich hoch, Arschloch. Vorräte. Achso. 5 Mineralienpulver. Das sieht aus, als ob. Weiß ich nicht. Kann ich erstmal leveln, bitte? Ein Level up. Das ist aber gewaltig. Bin ich der Einzige, der hier schwitzt wie so ein Iltis? Gewährt dir und deinen Verbündeten einen positiven Effekt, der den Willensgewinn bei Angriffen erhöht. Erhöht den Aufbau der Gottesbestienanzeige für eine bestimmte Zeit. Ja, das ist gut. Gottesbestie bedeutet, wir fliegen da herum oder sowas in der Art. Für kurze Zeit verursachst du mehr Schaden an Gegnern, jedoch erleidest du auch mehr Schaden durch Gegner. Ist das gut? Ich mach's einfach mal. Es klingt gut. Ja, ich weiß, ich kann ihn scheinbar nicht erlernen, aber ist ja egal. Werde für eine gewisse Zeit unsichtbar für Gegner. Ja, warum nicht? Ja, ja. Oh Gott, ich schwitze wie so ein Iltis, Alter. Warum? Was ist los? Giftiger Ausstoß. Giftblasen. Ich mag ja Gift, ne? Ich meine, ich kann es hier scheinbar alles nicht tragen oder machen, aber ich schwitze. Ah, eklig, Mann. Bei Zauber soll es was mit Heilung geben. Ja, erstmal da hinkommen. Ah. Gewährt was? Der Nahkampf verursacht für einen gewissen Steinschaden. Zieh Jacke aus. Ihr wollt doch nur, dass ich mich nackig mache jetzt hier. Kacke, Mann. Nur muss ich mich nackig machen vor euch. Alter, Finne, ey. Das Adrenalin ist runtergekommen. So. Ach, meine Güte. Ich würde am liebsten noch mehr ausziehen, aber ich habe schon keine Hose an. Was? Klar habe ich eine Hose an. Ich kann die sowieso noch nicht mal... Jetzt bin ich krank. Jetzt ist mir kalt. Werde die Idee von Jacke ausziehen. Okay, kann ich irgendwie eventuell Level abgehen, wenn ich mir... Was ist? Ein Tigersiegel ist ein tigerförmiger Tiger. Wird an einer Standarte verwendet, um Verstärkung zu rekrutieren oder zu suchen. Achso, ich gehe mal davon aus. Netzwerkfehler. So, 600 plus 700 sind 1300. Wir haben wie viel? Ja, sollte aber hinhauen. Ja, ist ja gut. So, wir müssen auf 2000 kommen. Also können wir noch 6 verwenden. Alter, finde, ey. Okay, vielleicht geht's jetzt bergauf. Ich bin ja immer noch so ein bisschen für Doppelschwertwaffe, aber ich muss sehen. Für einen schnellen Ninja-Style bin ich eigentlich, oder? Oder sollen wir wieder auf Schwerwaffen gehen? Schwerwaffen waren natürlich auch sehr geil. Schwerwaffen sind natürlich auch sehr geil. Okay. Ich wollte mich auch eigentlich anschleichen.
Was, ein Jahr Pause nach Elden Ring? Ich will eigentlich keine Bombenwaffe, aber ich versuche trotzdem mal die Bombenwaffe. Einfach nur mal so. Ich wollte mich eigentlich anschleichen, aber okay. Jetzt. Was das Falsche macht? Out of the way. Nächster Boss. It's Zhao Yun. Run for your lives. The corporal, he's been... Enough. You're badly wounded. Back to camp. Go. Und ich stehe da halbnackt hinter ihm. Forgive my rudeness earlier. A militia soldier, are you? If so, would you kindly lend your courage to me? Ich bin übrigens halbnackt. Du kannst nun über Verstärkung Zhao Yun zur Hilfe rufen. Immer? Mein Name ist Zhao Yun. The Yellow Turbans have control of Mount Dongshan. You don't look short of confidence, but surely it would be reassuring to have an ally at your side. Ich dachte, das wäre okay. Ich kann jetzt einen Verbündeten rufen, was auch immer das jetzt bedeutet. So, wenn er genauso hilfreich ist wie der andere Verbündete, ne? Dann Prost Mahlzeit. Ich würde trotzdem immer noch gerne mit unseren mit Doppelwaffen kämpfen. Ich weiß nicht, ich will Doppelwaffen haben. Es ist ja, glaube ich, im Endeffekt vollkommen wurscht, was du nimmst hier. Nimm das, womit du dich am wohlsten fühlst, glaube ich. Das wird auch hier in dem Spiel so sein. Nimm das, was auch immer du an Waffen haben willst. Jede Waffe ist gleich stark. Okay, hier war noch ein Kantenmaler unterwegs. Ja, nein. Der Verbündete wirkt auf jeden Fall nicht ganz so blind wie der andere. Was ist das? Anfassen. Gegner, die Spieler auf anderen Schlachtfelden besiegt haben, können auf einem Schlachtfeld als Racheziele erscheinen. Die Details besiegter Spieler können auf ihre Begräbnispfade eingesehen werden. Ein Racheziel hat eine erhöhte Moralrang, gewährt aber diverse Bonis, wenn es besiegt wird. Durch Opferung eines Drachenheilungstropfens an einer Begräbnispfade kannst du vorübergehend deinen Moralrang steigern. Im Jahr 184, der ist schon lange tot. Vom Banditen in Kampf getötet. Rache erfolgreich. Bis dann, Jan. Frohe Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ja, dann sage ich es halt selbst direkt. Im Jahr 184, meine Jugendzeit. Minako, das glaube ich dir gar nicht. Ich glaube, selbst da warst du schon alt. Okay, das ist
aber ich weiß nicht, ob ich einen Verbündeten dabei haben will. Weil der nimmt mir mein Ding weg. Also, wisst ihr, was ich meine? Mein Ding ins Kirchen nimmt er mir weg. Mein Dingens. Ihr wisst schon, was ich meine. Mein Dingens halt. Okay. Kann man den ablehnen? Ich glaube, derzeit noch nicht. Ja, eine Standarte vielleicht hier. Was? Folgende Funktion? Jetzt habe ich das einmal weggeklickt. Du kannst das Tiger-Siegel begrenzt oft benutzen, um Verstärkung zu rufen, die bei dir bei den Schlachtfeld hilft. Solange die Hilfanzeige nicht völlig leer ist, kannst du Kommandanten wiederbeleben, wenn ihre Gesundheit auf Null ist. Aber... Ah. Taste der Herzlichkeit verwenden. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was ist eine Tasse der Herzlichkeit? Ja. Ich habe ihm jetzt einen Schnaps gegeben. Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst mir sagen, was das ist. Ablehnen kann ich den aber nicht. Der muss jetzt erstmal mithüppen. Mit seiner Tasse der Herzlichkeit da. Okay, jetzt mal ernsthaft, wo long? Nee, aber jetzt wirklich, wir sind von da angekommen. Das ist unsere Standarte. Das sah aus wie eine Abkürzung hier. Dass wenn wir das da oben runterschubsen, dass wir dann hier hochklettern können. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich den NPC jetzt, ob ich das toll finde, dass er dabei ist. Our scouts went to reconnoiter the enemy, but have not returned. I came to rescue them, but have no clues as to their whereabouts. Ja, deswegen, er nimmt mir jetzt mein Fenster für Blocken und das Ganze. Ja. Strobeschoppen Fernkampfbögen. Eine Haarnadel. Oh, endlich. Oh, wenigstens endlich mal eine Haarnadel. Dankeschön. Netzwerkfehler ist aufgetreten. Wegen dir. Ich lasse erstmal meinen Schlüpper an, wa? So doof wie es klingt, aber ich lasse erstmal meinen Schlüpfer an. Das, was wir da tragen derzeit. Und just look at them. They were so starved, they couldn't possibly have fought back. The Yellow Turbans must be stopped, or our land will be ravaged beyond recognition. Immer High Ground wählen. Deswegen war Sekiro ja auch so cool. Jetzt immer High Ground wählen. Was heißt eigentlich nochmal, was bringt eigentlich nochmal Standhaftigkeit? Was, Tasse der Herzlichkeit steigert das Eid-Level? Das Eiter-Level? Oh. Ich habe Bögen. Okay, jetzt nur noch Aim. Warte. Haha! Oh, ist das... Was war das? Das ist schön. Schubst mich gar nicht runter. Ach so, na, da überall irgendwelche Leute aufgespießt und was weiß ich.
mich da nicht runtergeschubst. Das ist gemein. Das ist gemein, dass ich den da nicht runtergeschubst bekomme. Schubst. Minako, das ist hier Niho. Niho 3 nennt man das. Gut, dass wir Verbündeten dabei haben. Wobei ich mir vorstellen kann, weiß ich nicht, wenn wir denn beim Verbündeten oder wenn wir denn beim Boss einen Verbündeten rufen, hat er denn automatisch auch mehr Leben, so wie in allen Souls-Games? Kann man selbst runterfallen? Ja. Wenn Heilung hier in der Nähe wäre oder eine Standarte oder wie auch immer, ein Leuchtfeuer oder ein, was weiß ich, eine Laterne oder was es nicht so alles noch gab. Forget the importance of rest. Ach so. Oh, okay. Wir können runterfallen, sind dann aber nicht tot, haben nur gar kein Leben mehr. Okay. Das ist wichtig zu wissen. Wir sterben dann aber nicht. Okay, da vorne ist ein Boss. Oder ein General, oder wie sie das hier schimpfen. Gefolgsleute, Anhänger teilen ihren Willen für einen tödlichen Angriff. Aha. Wie auch immer. Das war tatsächlich ein Aus-Versehen-Test, aber gut. Also ich wollte eigentlich nur gucken, wie nah ich an die Kante kann, aber ist in Ordnung. Ich habe doch gern geholfen. Ich glaube nicht, dass wir von einem Sprung hier dahin kommen, aber gut. Ich würde gerne wieder... Oh, wir haben ein Heilungsding bekommen. Ich würde gerne wieder High Ground einnehmen. Damit wir von oben alle hüp machen können. Alle hüp. Jeder kennt's, niemand mag's. Ja, wobei, ich mag alle hüp machen. Connor mag auch alle hüp. Connor mag auch alle hüp machen. Connor kann schon mindestens einen Zentimeter hochspringen. Und das mit voller Anstrengung. Alle hüp. Alle hüp. Sind denn hier immer überall Gegenstände? Oh, mein ich. Oh, das ist aber gut. Hier kriege ich meine Gesundheit wieder. Mama hat gesagt, ich darf ein Glas Milch zum Abend trinken. Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Ich hoffe, das ist bis zum Freitag behoben. Ich hoffe ja, dass man nicht invaded werden kann. Oh Gott, das wäre furchtbar. Also so richtig Dark Souls Dauer invaded. Das wäre... Jemand mit Pfeil und Bogen? Was macht der? Töten tun wir nicht.
Sehr gut, danke. Okay, wir sollten aber erstmal da hoch, weil da war ein Gegenstand. Könnte man bei Nioh nicht springen? Standarte. Ich habe zwar immer noch nicht genau so begriffen, was uns das im Leben hilft, aber ich... Also Standhaftigkeit, ich weiß noch nicht genau, was es mit, damit auf sich hat. Aber ich habe Wurfmesser. Aber wir nutzen es trotzdem auch... Ich vermute mal irgendwas mit KI-Verbrauch. Aber, oh, Hundi! Oh, du Sohn einer räudigen Katze! Wie? Ja, weißt du, dann können wir den auch eigentlich trinken. Entschuldigung, Kumpel. Geh mal aus dem Weg. Schuhe des Banditen. Ja, wir gucken am Ende nochmal oder vor dem Boss oder irgendwie so. Das war so doof von mir. Ich finde das so cool mit Bogen. Nein, es war sehr doof von mir, einfach zu dem Loot da gerade zu laufen. Rang 1 Leder. Na endlich, Alter. Jetzt geht der Bondage los. Nice. Ist das keine Falle? Ich meine, da steht so eine Truhe. Ist das keine Falle? Eisenschwert. Ich will Doppelwaffen haben. Oh, reden! Who's there? An ally? I thought everyone had escaped. We're done for here. We have asked for aid, but it doesn't appear any reinforcements are coming. I had hoped to retaliate against the Yellow Turbans, but it seems I've already met my end. Er ist wenigstens nicht alleine gestorben, wir waren bei ihm. Wir können noch Hackfleisch aus ihm machen. Aha. Ich hätte gerne wieder High Ground, aber jetzt ist auch zu spät. Schießen! Okay, ja gut, das brauche ich jetzt nur wirklich nicht. Okay, der hat einen Helm auf. Oh, ja, eine Mimik wäre jetzt genau das Richtige. Mal, Ruffy, eine Mimik wäre jetzt... Oh, das wäre ein Traum. Bronze Doppelschwerter kommt, glaube ich, auf... Keine Verbesserung. Eine Mimik wäre jetzt schön, ja. Arschloch. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Arschloch da oben. Ein Schmockel da. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Pinak, du weißt ja nicht, ob es die nicht hier wirklich gibt, ne? Nur so gesagt. Mimics können immer noch auch auftauchen. Aber... In Nioh gab es sowas nicht, oder? Dieses Gerippe ist so unkoordiniert. Ich find's gut, dass wir damit einen Angriff starten können. Wir müssen ihre Leader zurückziehen, um die Kontrolle der Situation zu halten. Mein Ally. Ja, Killstil, Arschloch.
Ein Elixier, Armschienen des gelben Turbans. Hier können wir das schon mal legen. Den Trolljokai, bei denen die Geste. Ja, stimmt. Oh Mann, warum habe ich lange kein Nioh mehr gespielt? Gibt es da nochmal einen Grund für? Der Turm ist ja immer noch voll gejackelt. Pfeile. So, ich will aber nochmal... Ach ne, warte mal. In das Loch muss ich nicht unbedingt. Da fallen wir nur hier rein. Ich muss nicht in dieses Loch. Aber Gesten kann ich hier auch machen. Ganz großes Kino. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was wir bekommen haben. Achso, hier geht es nur wieder zurück. Alles klar. Einfach Hackstücke. Wir hätten uns eigentlich mal hinsetzen sollen, ne? Und mal ein bisschen leveln. Naja, viel gespoilert jetzt, glaube ich, nicht mehr. Minako, die halbe Stunde. Jetzt noch, also das schaffst du. Willensdauer. Die Menge, ich lese das mal ganz kurz vor, weil ich muss erstmal gucken, was. Die Menge Schaden, die du erleiden kannst, ja. Beeinflusst, wie viel Schaden, ja. Beeinflusst, wie viel Willen du verlierst, wenn du getroffen wirst, ja. Beeinflusst Dauer, für die hohe Wille gehalten werden kann. Das ist gut für die Zauber und alles. Beeinflusst von eigenen Angriffen wiederhergestellten Willen. Beeinflusst von geblockten Angriff wiederhergestellten Wille. Beeinflusst für Kampfkünste erforderliche Wille. Wille. Beeinflusst fürs Blocken erforderliche Wille. Da müssen wir eigentlich... Ne? Fürs Blocken erforderliche Wille. Da müssen wir eigentlich runter, weil... Na, wobei, ich blocke ja nicht. Ich weiche ja eigentlich aus. Zählt das damit zu? Ich gehe erstmal ein bisschen auf Angriff. Hallo Gottfried, First Elden Lord. Your time is over. Da schleifen meine Säcke auf den Boden. Wie möchten leben. Da ist der. Ich wollte gerade sagen, wo ist der? Vergiftete Wurfmesser. Das ist der aller echte First Elden Lord. Wir müssen doch nicht vorsichtig sein. Der hat eine Bombe. Einmal draufschnitzeln. Eine Standarte. Erhöht unsere Standhaftigkeit. Da oben, vorne nicht sehen, du machst so eine Falle, der Beste, du alte Zombie, du. Da hat
deine Falle gemacht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ist das sowas wie Sekiro? Eher wie Nioh. Ich würde es eher in die Nioh-Welt schicken, als in die Sekiro. So, was hat er jetzt gesagt? Sind wir von da angekommen? Nee, von wo sind wir gekommen? Nee, hier war einer nicht. Ach da! Ach, glaubst du wirklich? Ach Kumpel, das kriegen wir doch auf die Backen oder was? Der wird uns ganz hart rannehmen, der Schlingel. Der war die jetzt schon, der wird uns ganz hart rannehmen. Okay, aber wir sind auch ein harter Hund. Oh, das ist kacke, ihr seid ungerecht. Oh, gut. Okay, da oben sind, ne? Die habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht nach oben geguckt, es tut mir leid. Es war dumm. Es war dumm, nicht nach oben zu gucken. Ich gebe es ja zu. Es war doof. Ah, okay. Rüberhüpfen bringt nichts. Ich dachte, wir können rüberhüpfen. Ich bin extra gehüpft. Das ist gemein. Ich bin extra gehüppelt. Weil ich dachte, hüpfen bringt was. Hä? Achso, ja. Lass das. Abkürzung. Eine Abkürzung. Wir müssen den aber trotzdem machen, das wisst ihr, oder? Den dicken da. Den müssen wir trotzdem machen. Wir haben überhaupt gar keine andere Wahl, als den zu machen. Ich meine, die könnten uns helfen mit ihren Feuerbomben, aber ich glaube eher nicht. Krieg das nicht. Ich habe Ausweichen gedrückt. Der greift so langsam an und dann ist das. Also, das habe ich auch noch. Okay, das ist neu. Ausweichen funktioniert nicht, das ist neu. Ja.
Also, ich habe das gedrückt, aber es hat nicht das gemacht, was es sollte, aber egal. Egal, egal, egal. Danke. Ich will es ja eigentlich nicht auf mich sitzen lassen da, ne? Wo steht ja, wie viele Pfeile ich noch habe? 3. 1. 2. So, Kumpel. Kriegt er das hin, oder? Hat er es geschafft? Nee, er ist immer noch dabei. Jetzt hat er es, glaube ich, geschafft. Hey, da ist er! Kumpel! Nee. Was soll Hilfe? I appreciate it. Now let me redeem myself. Easy. Also im Endeffekt easy. Einmal brechen und dann ist er tot. Großer Holzhammer. Das Wichtigste ist hier die Standarte aufzustellen. Das ist das Wichtigste. Für unsere sexy Standhaftigkeit. Erlaubt dir bei Verwendung, dich von deinem Begleiter zu trennen. Nee. Gedächtnistafel ist eine hölzerne Täfel mit dem Namen und Rang einer verstorbenen Person. Neigt die... Achso, ich denke mal, ne? Ich glaube, einen muss ich noch verwenden, dann haben wir das, glaube ich. Ich glaube, dann kann ich 2 Level abgehen. Ja. Mein Mathe. Wir gehen nochmal hier drauf. Wir haben einen Zauberpunkt erhalten in Wasser. Oder in allen irgendwie immer. Verhüllender Frost, aber dafür brauchen wir... Weiß ich gar nicht. Eisschaden. Eisschaden ist gut, aber ich kann es halt noch nicht setzen. Deswegen, ich lasse das jetzt erstmal. So. Das lief doch gut. Den haben wir erfolgreich fertig gemacht. Das hat befriedigt. Entschuldigung. Waren die zwei jetzt so schwer, Kumpel? Ehrlich, du hattest echt Probleme mit denen. Das ist echt traurig. Weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Bist du tot? Ja, der ist eindeutig tot. Ach nee, schon wieder ein Bossmensch. Ich hab doch gerade meine Hose angezogen. We'll have to make a stand here.
This foe may pose us a challenge. Be sure to keep your guard up! Äffchen! Böses Äffchen, böses Äffchen, gefährliches Äffchen. Wir müssen dieses Äffchen töten. Ich hab geguckt, ob ich dein... Jetzt bin ich echt reingesprungen in den Sack. Ich arbeite noch am Timing. Macht aber nichts. Ich arbeite natürlich noch am Timing. Wie gesagt, die Frage ist jetzt, ist mein Begleiter jetzt stärker? Ich kann reisen, ne? Kann ich reisen zwischen den Dingern? Weil ich würde gerne zu den anderen Dingen reisen. Kann ich irgendwie... Sieht nicht danach aus. Aber wenn... Also... Ich würde nämlich gerne die andere Standarte nehmen. So ist es ganz lustig, aber die andere wirkt intelligenter. Der ist echt angebrannt, der Typ. So, dann brauchen wir nämlich gegen gar keinen kämpfen. Von denen. Dann gehe ich erstmal jetzt kurz hier runter. Weil hier unten ist ja die... Das ist ja die Abkürzung, die wir geschaffen haben. Und setze mich hier hin. So. Und jetzt können wir nämlich von hier aus, ohne dass wir in engen Kampf, glaube ich, verwickelt werden, gleich zum Boss rennen. Das ist dann ein bisschen angenehmer. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, es ist eine Tür. Ich dachte, da ist auch irgendwie so eine Nebelwand oder irgendwie sowas in der Art. Ich will halt überlegen, bei Bossen die große Waffe zu nehmen, weil ich habe das Gefühl, dass mit den kleinen Waffen halt erstmal noch... Die machen halt noch keinen Schaden. Aber die großen Waffen sind halt so langsam. Also die Bosse sind schon manchmal sehr knackig, muss ich sagen. Aber ist ja auch schön, solange sie nicht noch eine zweite Faser haben. Lächerlicherweise. Ich glaube, es geht hier sehr ums Blocken. Mich jetzt hier. Mann, nimm doch mal dieses Ding da weg. Ja, ist ja gut. Nimm das doch mal bitte weg.
Ich bin nicht besser geworden, ich habe einfach nur die härtere Waffe genommen. Besser werden, das war ja nur draufprügeln. Gut, hier auch, aber das haben wir jetzt gut gemacht. Ein toller Helm. Guck mal, ein Helm. You fought well, my friend. Ja, du warst tot. That was a sight to behold. I cannot understand how one as strong as you could have gone unnoticed. Your force was like that of a dragon soaring heavenward. Kann ich den Helm ausblenden? Wir sehen mit Helm halt einfach dämlich aus. My companion wore a smile as he departed this life, falling on the field of battle. I was unsure of what I ought do to protect those dear to me. But you, a warrior as valiant as a dragon, have shown me the way. I, Zhao Yun, shall pierce through the darkness, enveloping our age. An army of 100,000 might stand in my way, but it would matter not. For like a majestic Qilin, I shall carve out a road to peace. Wir müssen gleich unbedingt erstmal den Helm ausblenden. Ab, Bonnie! Das ist jetzt mein Pony. Haben wir jetzt auch so ein Tierwesen? Die sehen mit Helm halt einfach dämlich aus. Forward. We will retake the mountain and avenge the fallen. Wir müssen gleich unbedingt erstmal ausblenden. Du hast Qilin Jade durch einen Eidschwur erhalten. Gottesbestien beschwören, wenn die Gottesbestienanzeige voll ist. Habe ich noch nicht gesehen, wo die ist. Beschwöre deine Gottbestie und fesse ihre mächtige Fähigkeit. Jede Gottbestie hat eine andere Fähigkeit. Beschwörende Gottbestien können nicht durch die 5 Wandlungsphasen Affinitäten neutralisiert werden. Also es ist nur, wenn's da blinzelt. Okay, gut. Gottbestien Resonanz. Wenn die Gottbestien Anzeige voll ist. Aktiviere die Gottbestien-Resonanz, beschwörst du eine Gottbestie, die durch dich und deine Verbündete unterstützt. Jede Gottbestie gewährt andere Effekte. Also, kämpft dann mit, oder wie? Okay, optional. Das ist das Foto, ist ganz wichtig. Hier ist eine Grafik? Nö. Bewegungsunschärfe? Kein Wunder, dass das hier nicht klappt. Verbergen. Immer verbergen. Nahkampfwaffe anzeigen. Alle anzeigen. Verbergen. Nee, das ist schon gut. Blutspritzer. Schaden. Ah, schon besser. Schon wesentlich besser. Und keine Bewegungsunschärfe mehr. Endlich! So, wir pieken unsere Standarte hier hin. Gönnen gleich. Du hast folgende Funktion, Gottbestien. Wo? Gottbestien auswählen. Qilin. Ja, das ist definitiv Yokai. Definitiv. Beschwöre Qilin. Achso, da sieht man, was er macht. Irgendwelche Stacheln aus dem Boden. Gottbestien Resonanz. Oh, das ist aber doof, dass ich das nicht anhalten kann, ne? Meine Waffe mit Steinschaden zu verstärken. Okay, ja, wir müssen ausprobieren. Wir müssen ausprobieren. So, einmal noch hier. Und dann gucken wir mal wieder ein bisschen auf andere Dinge. Ne? Mein Zhao Yun, Funk, Funk, Funk. Hey, meins. Rang 1 Stahl. Stahl. Hi! Kommst du öfter her? Ho ho! I don't believe you're from around here, are you? Well, it's a world of chaos out there these days, wherever you go. Without a weapon you can rely on, you're practically a dead man walking. If my spear can help bring peace to the land, I will wield it with all my might.
Sorry, where are my manners? I'm a traveling blacksmith. Name's Ju Sha. I'm out here trying to hone my craft, hoping to master it one day. Have a look at my work, if you please. I'm sure you'll find something that catches your eye. Verbessern! Du kannst über den Schmied auf dein Lager zugreifen, indem du deine Gegenstände sicher aufbewahren kannst. Im Lager platzierte Gegenstände können jederzeit herausgenommen werden. Handelt es sich bei den Gegenständen nicht um Ausrüstung, kannst du je nach Typ nur eine bestimmte Anzahl mit dir führen. Findest du Gegenstände, die du deshalb nicht mehr tragen kannst, werden diese automatisch ins Lager geballert. Verbessere die Stufe deiner Ausrüstung mit Kupfer und Materialien. Die nötigen Mengen Kupfer oder Materialien hängen von der Verbesserungsstufe deiner Ausrüstung ab. Also wir können jetzt das hier verbessern, aber ich habe da überhaupt nichts von, wenn ich das jetzt verbessere. Außer, dass der Angriff extrem steigt, aber ich würde gerne eine andere Waffe dafür finden. Aber ein Schmied, das ist schön. Es ist auch immer Stahl, Stahl, Stahl. Ist immer Stahl, ne? Ja. Also ich würde tatsächlich erstmal, ne? Eine andere Waffe. Einbettung. Okay, das klingt wie, ne? You need something? Ja, dich bei mir im Lager. Jetzt. Ich ferkel. Aber auch nur zum Schmieden, ne? Ich möchte meine Waffe da nicht, ne? Fallen to ruin now serves the Yellow Turbans as a base. It mirrors the state of our empire with uncanny accuracy. Der hat uns einmal getroffen. Oh, das gibt hier aber auch wirklich extrem Nioh-Vibes und alles. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich. Und das ist echt cool. Nioh war so ein geiles Spiel. Besonders Nioh 2. Ich stehe ja unsagbar auf Nioh 2. Bist du ein Friedlicher? Also links und rechts Homies? Nö. Drachenjade, du hast einen Gegenstand erhalten, der den Drachenheilungstopf verbessern kann. Öffne dein Inventar, um über das Charaktermenü, um diesen Gegenstand zu nutzen. Drachenjade-Kristalle erhöhen die maximale Anzahl Nutzungsdinger von deinen Heilungstöpfen. Inventar, Drachendings da, verwenden. Zack, einer mehr. Einer mehr. Möwen! Ach ne, Heuschrecken. Das war doof, ich war in anderen Modus. Wir haben jemanden gerecht. Dafür kriegen wir ein Siegel, aber ja. Das war schön, ne? Ich denke mal, Fallschaden gibt's nicht. Oh, cool. Das ist ein großer. Sehe ich jetzt erst. Biete hier mal mein Lachs an, ne? Ich habe keinen Heilungstopf. Ah, ne, doch, den hatten wir schon. Oder? Hatten wir den schon? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Hatten wir den? Na, ich habe gesehen, dass da ein großer ist. Und den großen möchte ich erstmal ganz kurz ignorieren. Weil ich das Gefühl habe, dass wir den anders nehmen können, den Schlingel. Der
Rat. Wo ist denn mein Kumpel? Arschloch. Der hat länger gedauert als gedacht. Schmuck. Ich dachte, den kriegen wir schneller tot. Danke für deine unsagbare Hilfe. Arschloch. Mein ernsthaft, Arschloch. Hey, ich bin hierher wieder zurückgekehrt, weil ich dich sehen wollte. Nicht, weil ich gestorben bin. Das ist ja wohl selbstverfreilich. Ich häng fest, ich häng irgendwie in der Wand fest. Irgendwie war ich da gerade am Boden. Irgendwie war ich da gerade am Boden, weiß ich nicht. Keine Hilfe, Typ. Ehrlich, du bist keine Hilfe. Irgendwie bist du keine Hilfe, kleiner Wunderbar. Von dem Oberst, war von dem Oberoffizier, ja. Habe ich jetzt meinen Kram schon wiederbekommen? Ah ne, der war da oben irgendwo, ne? Kriegt Heilung dadurch, wenn man hier was anklickt. Also ist alles gut. Okay. Kann ich sie dann anders und intelligenter angehen? Das war jetzt einfach wieder so Krallowallo reingerannt. Das ist eigentlich nie gut, wenn man Krallowallo reinrennt. Karte aufstellen. Du kleiner Schlingel, da muss ich mich aber mal ranstellen. Okay, erwachsen werden. Das war jetzt doch ein Böser. Wir müssen gleich langsam Aufnahmepause machen, ne? Nur mal so gesagt, wo ist mein Typ eigentlich hin? Ist er mit hier runtergesprungen oder ist er jetzt ganz... Kiste! Fresskiste. Nee. Noch eine Kiste. Helme. Ah! Wunder gefurzelt. Doch das hier haben.
Goldene Zikadenhülle. Das klingt wertvoll. Vollkommen recht. Das war viel zu knapp. Puh, das war viel zu knapp. Das war viel zu knapp. Schnell Standarte aufstellen. Das war viel zu knapp gewesen. Das war für meine Ver... Das war... Nee, der war nicht gut. Der hat mich nicht rollig. Das war nicht mein. Ihr habt's hier sehen. Die letzte Standarte, jetzt haben wir alles aufgestellt. 100% unaufhaltsam. Hi. Können Sie diesen roten Glimmer, geht er weg? Die Leute reden hier heutzutage nicht mehr mit ein. Wir haben alles auf 100%, unsere Standhaftigkeit beträgt 20. Das heißt, also, das Ding, das steht. Das Ding steht. Und mit damit, dass das Ding jetzt steht, machen wir jetzt Feierabend. Ich muss sowieso noch aufnehmen. Oh, das gibt hier gerade noch plus 2. Ich kann nicht anders. Das gibt plus 2. Ja, nein. Was wollte ich sagen? Ganz vergessen. Wir machen jetzt Feierabend. Wir machen jetzt Feierabend und dann werde ich gleich sowieso noch Folgen aufnehmen. Er würde eine oder zwei, keine Ahnung, Netzwerkfehler aufgetreten, alles klar, weiß ich Bescheid. Eine oder zwei oder ach, da gucken wir mal, da finden wir doch bestimmt schon was Blumiges für uns. Was ist denn hier los? Achso, ja, stimmt. Hm, ja, gut. Ansonsten, was ich jetzt tatsächlich glaube, da vorne ist eine Tür. Wir werden gleich einen Boss haben. Und diesen Boss werden wir aber in der Folge erst sehen. Also, anhand der Folgenlänge könnt ihr denn erkennen? Anhand der Folgenlänge könnt ihr denn erkennen, wie es läuft? Ganz einfach, anhand der Folgenlänge könnt ihr sehen, wie es läuft. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie wir da hinten in die Höhle kommen, aber ich gehe mal davon aus, also von der anderen Seite, ich gehe mal davon aus, da kommen wir noch irgendwie hin. Na gut, ich verabschiede mich jetzt von euch. Vergesst nicht zu liken oder auf Instagram oder sonst irgendwo vorbeizugucken. Und ich bin jetzt erstmal raus und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss, ich freue mich auf den Boss. So, ciao. Ich habe Muskelkater.